Hallo alle zusammen, hier ist der Xbox One Controller von Gamesir und ich habe den schon mal an den Computer angeschlossen. Hier oben einfach das mitgelieferte USB-C-Kabel anschließen. In den Computer wird dann das USB-A-Teil angeschlossen und Windows 11 bei mir erkennt das sofort automatisch. Sehr schön ist, dass dieses Kabel hier sehr lang ist, also bestimmt 2 Meter, sodass man, wenn man jetzt an der Konsole spielt und nicht vor dem Rechner sitzt, durchaus auch ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Der Vorteil kabelgebunden ist natürlich immer, dass die Latenz sehr gering ist. Und was man hier noch hat, man kann hier noch einen Kopfhörer anschließen. Das habe ich auch schon gemacht hier. Braucht man so ein 3,5 Klinke, wird einfach angeschlossen und der Kopfhörer funktioniert. Was eben nicht geht, so wie hier, dass man separat Mikrofon und Kopfhörer hat, weil hier ist nur ein Stecker. Das heißt, ich bräuchte einen Kombistecker, Mikrofon zu Kopfhörer, das würde dann funktionieren und ich könnte hier sogar das Mikrofon ein- und ausschalten. Sehr schnell und einfach. Also gerade bei kompetitiven Spielen, wo man miteinander reden möchte, ist es natürlich schön, wenn man hier schnell mal das Mikrofon ein- oder ausschalten kann. Unter Windows 11, man sieht es vielleicht hier, werden alle Tasten sauber erkannt. Also die Analogsticks funktionieren, die einzelnen Tasten gehen. Also das ist alles hervorragend gelöst. Einzig, was bei mir nicht erkannt wird, sind hier hinten die beiden Knöpfe. Die kann man in dem Moment sind sie aus, man kann sie aber auch hier einschalten, dann würden sie klicken. Aber da sie bei mir ohnehin nicht erkannt worden sind, warum auch immer, vielleicht brauche ich einen Treiber, habe ich das Ganze ausgeschaltet. Ich brauche die hinten auch nicht. Habe sogar gemerkt, dass ich beim Spielen aus Versehen ab und zu mal drauf gekommen bin. Was die Qualität des Controllers angeht, die ist hervorragend, also hat ein schönes Eigengewicht, nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Hier oben die Oberfläche ist relativ glatt und weiß. Hier hinten sieht man es vielleicht, haben wir einen Grip, sodass man auch bei feuchten Händen immer einen guten festen Halt hat. Ansonsten haben auch hier diese Analogsticks, wenn man es sieht, so ein bisschen eine angeraute Oberfläche, sodass man sehr leicht selbst hier unten das steuern könnte. Man rutscht nicht aus Versehen aus, also das haben sie sehr gut gelöst. Und diese Analogsticks, die sind auch sehr präzise. Die sind ein bisschen härter als was ich so vom Nintendo Switch Controller kenne, aber dafür deutlich präziser und immer noch ermüdungsfrei, sage ich mal, bedienbar. Die Knöpfe, man hört es vielleicht, geben einen Klick von sich. Das hat den Vorteil, dass man sowohl haptisch als auch akustisch hört, wenn man hier drauf gedrückt hat. Das gefällt mir sehr gut. Sind aber nicht ganz so butterweich wie jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Controller, aber dafür deutlich präziser. Genauso präzise sind hier hinten diese Schulterknöpfe, sowohl der als auch der. Und hier sind auch nochmal welche. Also hier. Und die kann man eben sehr schnell auch ordentlich drücken, die hier oben, die da unten natürlich nicht. Aber ja, der Vorteil von diesem etwas teureren Controller ist eben die Qualität in der Aufmachung, aber auch die präziseren Knöpfe und die einfache Installation, muss man eigentlich auch dazu sagen.